Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Omega Crafter mit eurem Erik Vikingson und natürlich unserer Valkyria. Wir haben gestern den Halloween-Wald entdeckt und haben gemerkt, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen was upgraden. Ich habe schon mal ein bisschen was vorgebaut. Ich habe jetzt die zwei Portale gemacht. Du musst für jedes Portal, was du hast, also das hier ist zum Beispiel Heimat die zweite, in den Halloween-Wald. Du kannst jetzt nicht sagen, Heimat die zweite hat jetzt Halloween-Wald und die endlosen Wildnis. Sondern du musst für jedes Portal, was du in der Wildnis stellst, auch ein Portal zu Hause stellen. Finde ich aber ganz geil. Dann könnten wir hier, wenn wir jetzt nochmal ein Biom entdecken würden, das nächste hier nebendran stellen. Finde ich eigentlich ganz cool. Gestern kamen dann aber auch noch einige Angriffe. Das heißt für uns, wir müssen jetzt gucken, was hier passiert. Da ist wohl einer gestorben. Dass wir hier auf jeden Fall dicht machen. Ja, dass wir hier rumgehen. Und da möchte ich gerne die Steinwände nehmen. Hier ist doch auch irgendwas passiert, oder? Hier, die kommen einfach nicht hinterher. Gut, wisst ihr da Bescheid? Machen wir jetzt erstmal. Wir nehmen auf jeden Fall die Steinwände. Stein müssten wir doch fast genug haben. Gar nicht. Ach du Scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt eine Planänderung machen. Wir gehen jetzt erstmal kurz gucken, dass wir in den Welten weitersteigen. Muss mal kurz gucken, ob wir da überhaupt was haben. So, wir gucken rein. Wir haben jetzt Stufe 7. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir gestern noch... Haben wir nicht noch irgendwas bekommen jetzt dafür gestern? Oder habe ich das in meine Truhe reingelegt? Ey, Diskette. Diskette bringt 100. Bringt hier irgendwas viel? Das bringt gar keine Bits. Das ist natürlich auch klasse. Oh Leute, wir haben ja richtig Mangel gerade schon wieder, oder? Ich würde jetzt aber die Fläschchen nehmen. Ach hier, die Schallplatten. Ich habe sie reingepackt. Ich wusste gar nicht warum. 4 Schallplatten, genau. Dann haben wir hier die Fläschchen. Da würde ich auch eins nehmen. Hier brauche ich keins nehmen. Bei dem Golem-Kern weiß ich es noch nicht. Ich würde es jetzt so machen, dass wir das alles reinpacken. Ne? Das haben wir uns ja auch verdient. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Level. Da müssen wir Steine holen, dass wir da ein paar Mal die Jungs unterstützen. Also 2000 gibt das. Let's go, gehen wir rein. 2000 und wir würden jetzt nochmal 2500 machen. Das ist doch okay, ne? Los rein. So. Wir sind jetzt Level 8. Wir haben jetzt die Kupfermine, endlich. Dann können wir die Mine setzen. Oh, da freue ich mich drauf. Dann haben wir das jetzt alles. Wir haben die Straße, die wir setzen können. Wir haben das Kohlebecken und wir haben den Kartentisch. Sehr, sehr cool. Dann werden wir jetzt erstmal so ein bisschen was bauen. Und dann haben wir den Brecher, Maschinen zum Zermahlen von nicht mehr benötigten Gegenständen. Sehr cool. Vielleicht kriegen wir da andere Gegenstände mit raus. Wir gehen jetzt erstmal aber die Geschichte an. Ich würde das mit den Zäunen vielleicht sogar so lassen und dann hier anfangen mit Stein, dass wir im Stadtkern so ein bisschen Steinkerne bauen. Steinkerne, ihr wisst schon, Steinmauern. So. So würde ich es machen. Jetzt gucken wir uns mal das Neue an, was wir gekriegt haben. Haben wir einen Kartentisch, um deine Karte mit anderen Spielern zu teilen. Die brauchen wir ja eigentlich gar nicht, weil wir teilen ja eigentlich gar nicht, ne? So, das mit dem Lagerfeuer ist klar. Müssen wir Holzkohle herstellen. Herstellen, die Kupfermine, da sind wir. Und da brauchen wir den Knotenkern. Und da könnten wir 2 Stück bauen. Ich würde jetzt mal eine setzen. Okay, die kannst du definitiv hier bauen. Jetzt ist die Frage, bauen wir uns vielleicht hier eine andere Mine auf? Wisst ihr, wie ich meine? Dass sie sagen, dass hier die Kupfermine ist? Dann müssten wir... Ja, das machen wir auch. Das möchte ich so haben. Ich möchte nicht die Steinmine unten haben. Ich habe mir das nochmal überlegt. Pass auf, dann gehen wir jetzt hier hin, machen das. Gehen jetzt wirklich erstmal diesen Weg. So, so und so. Ja. Dann kommt hier die erste Kupfermine hin. Und hier die zweite. Und in der Mitte kommt dieser Stab rein, den wir da brauchen. Das war der, ne? Massenabbaustab, siehst du? Genau. Und den setze ich direkt hier so hin. So. Dann bauen wir uns hier oben die Mine auf. Die Mine 1 und die Kupfermine 2. So, dann geht das nämlich schon mal los.
Das ist doch ganz cool. So, dann lassen wir das erstmal spawnen. Dann haben wir hier nämlich Kupfer. Dann bräuchten wir, glaube ich, hier nochmal. Weil ich glaube nicht, dass wir die Steinzäune... gesetzt kriegen. Genau. Dann müssen wir jetzt hier nochmal drum mit den Kacheln. Kacheln. Da müsste es aber gehen. So und so, ne? Also B. Das ist jetzt die Straße. Und die würde dann hier so lang laufen, ne? Jo, genau so. Alles klar. Dann haben wir da auf jeden Fall eine Straße. Sieht schon mal ganz geil aus. Ich dachte erst immer, das wäre Ackerland, aber das sieht ganz gut aus. So, Strukturen. Boah, Leute, das wird richtig übel, ne? Dann bin ich fast schon, glaube ich, Plankenzaun setze. Ich weiß, es ist jetzt blöd. Aber wir brauchen ja echt einiges dann hier. Emmy. Ist so ein bisschen im Weg. Boah, das geht wirklich nicht hier, ne? Erst hier? Ne, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht tun. Sieht dann wirklich nicht gut aus. Da müssen wir wirklich noch eins rausziehen. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben die Materialien. Und wir holen uns jetzt gleich noch Stein. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Dafür haben wir auch gearbeitet. So. So, genau. Genau. Okay. Da müssen wir hier navellieren gleich. Und wir müssen hier nochmal raussetzen. Oder wir machen es halt schräg. So. Und so, dann nehmen wir uns jetzt kurz das Navellierwerkzeug. Wo ist es? Oben, ne? Da. Okay, wir haben dafür keinen Stein. Okay, Leute, wir müssen jetzt Stein holen. Boah, dass wir nochmal einen Steinmangel kriegen, das ist aber auch schwierig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn! Wahnsinn! Huha! Mikey! Guck mal. So. Ja, dann gehen wir jetzt Steine holen. Ich glaube sogar, dass ich auch Steine holen wollte, ne? Und habe aber keine gefunden. Irgendwas war doch da. Ich kann mich so dunkel erinnern, schon wieder in die gestrige Folge oder vorgestern. Ja, das machen wir später. Bleib hier. Kommt der jetzt? Wildschwein, ja. Ja, dann los, komm. Wir haben keine Zeit. Wir wollen heute was schaffen. Kommst du hoch? So, gar nicht. Kannst du eigentlich auch den Rundumschlag hier? Ja, der bringt aber nichts, wa? Ja, nicht so wirklich. Dude. Oh, Leute. Das wird ein bisschen heute noch, Hier haben wir ein paar Steine, sehr schön. Wir haben halt auch fast nichts mehr, ne? An Steinen und so. Das ist unfassbar, ey. Also hier auf der Insel, meine ich. Also gefühlt ist hier ja gar nichts mehr da. Vielleicht dann doch wirklich noch unten sagen, wir setzen doch nochmal 4 Minen, ne? Vielleicht sollten wir dann auch wirklich 4 Kupferminen auch noch setzen. Weil den Kupfer haben wir da.
Morgen müssen wir dann Dungeons rocken ohne Ende, ey. Dass wir dann wirklich jetzt hier loslegen können. So, das klappt. Und dann gehen wir zurück. Dann machen wir das wirklich. Dann setzen wir noch hier noch zwei Steinminen. Einfach unten hin. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Dass die unten noch reinpassen. Dann haben wir oben vier Kupferminen, unten vier Steinminen. Und ich glaube, dann sollten wir es auch gedeckelt haben. So, die nehme ich jetzt noch mit da unten. Geht's für uns nach oben. So. Da tut man nicht alles für sein Dörfchen, ne? Aber das Spiel macht so Spaß, es ist so super. Es ist so toll, ey. Reicht zwei gehen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal gut Steine geholt. Das ist eine Kiste. Okay. Da waren wir schon mal dran. Aber dann gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Also wir sollten aber diese Kisten trotzdem angucken wegen Stein. Solange wir jetzt noch so einen Mangel haben. Jetzt gehen wir erstmal hoch nach Hause. So, ich guck kurz in die Map. Ja, wir müssen nur hier oben rein. Dann sind wir schon bei unserem Heimatort. Hinter den Hügeln liegt unser Heimatort. Nochmal ein Stein gespawnt. Tatsächlich, guck dir das an, du. Haben wir jetzt aber auch Glück gehabt hier. So, wie viele Steine haben wir geholt? Das war's nicht. Ja, guck mal. 110 Steine. Das ist doch schon mal gut. Da können wir doch was mit anfangen. Jawohl, die Kupferminen sind gespawnt. Ey, es sieht so gut aus. So, pass auf. Dann werden wir jetzt hier nochmal die Kacheln setzen gleich. Sehr cool. Dann setzen wir hier die Minen. Dann haben wir hier unser Minengebiet. Das sieht sogar gar nicht mal schlecht aus. Wir haben keinen Kupferknotenkern. Alles klar, dann müssen wir die machen. Dann werden wir jetzt aber uns trotzdem erstmal hier ums Navigiergeschirr kümmern. Kupferknotenkern. Weil ein Objekt draufsteht. Weil ein Objekt draufsteht. Echt jetzt? Nee, wieso da nach unten? Alter. Also nach unten habe ich jetzt nun mal gar keinen Bock drauf, ne? Ich dachte, wir können das anheben, Leute. Wieso denn nach unten? Jetzt ist das Problem hier mit dem Objekt, oder was? So.
Das gibt's ja gar nicht. So, Nummer. Am Raster ausrichten steht hier. Ja, nee, ich glaube, das geht. Boah, aber dass er das nach unten setzt, das ist doch aber bescheuert, ey. Das ist so ein mächtiges Tool. Gibt's ja gar nicht. Er macht's hier auch runter, ne? Dann haben wir's da geebnet. Aber ich will's ja... auf dem Boden, auf die Ebene, wo du stehst. Alter, okay, jetzt... Ja. Jetzt macht's Sinn. Man sollte es vielleicht auch lesen. So ab und zu mal, weißt du? Im Boden, wo du stehst. Das sieht gut aus. So. Okay, wir haben es dann doch noch hingekriegt. So, dann haben wir hier die Gerade. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ist alles anscheinend gut. Und da steht halt was drauf, ne? Da siehst du aber, dass ich da auf jeden Fall noch mal ran muss. Da machen wir ruhig so jetzt. So. Schön, dass das von hier geht. Ja. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, wir brauchen einen Schrägen hier. Und ihn hier. Ne? Dann kommen wir doch gerade. Das sieht doch gut aus. So, B. Also, wir gehen auf Strukturen. Dann bauen wir die Mauer fertig. Ja, wir haben ein bisschen was jetzt. Da kann ich nicht. Da gehe ich aber wieder schräg rein. Jo. Hier wieder schräg. Und hier wieder gerade. Das reicht genau, dass wir unsere Mine saven können. Dann können wir unseren Grammy an den Start nehmen. Unser Mine Grammy. Genau so. Mega gut. Mega gut. Was kostet so ein Tor? Vier Steine, die gönnen wir uns jetzt aber. Ich würde es dann aber so setzen. Ja, da habe ich jetzt natürlich mir erst das Tor setzen müssen. Und dann die anderen, kann das sein. Noch mal kurz. Warum geht das nicht? Dass ich es mit dem Gebäude überschneidet, alles klar. Ja, machen wir so. Das passt schon. Das ist okay. Das könnte schlimmer sein. So, da holen wir unseren Grammy. Sehr cool. Jo, ist eine schöne Mine. Ist eine sehr schöne Mine. So, pass auf. Wir haben ja genug Bits, ne? So, Grammy. Dann holen wir uns gleich den hier. So, den Stadt Grammy. Pass auf, das ist dann der Miney. Oder Mini. Der Mini oder Mini. So. Der Mäusekopf wird auf jeden Fall orange. Ja gut, orange haben wir nicht. Ja, dann wird er auch ein Arbeitstier, ne? Machen wir so hier. Auch sein Helm.
So, er soll Erz abbauen. Zack. Bitte die Mine wählen. Ich nehme jetzt mal den Massenabbaustab, ja? Kupfer. Und Behälter für Kupfer. Da soll's rein. Zack. Okay. Okay. Und dann gucken wir jetzt mal gleich, ob er loslegt. So. Wenn das nämlich mit dem Massenabbaustab reicht, dann brauchen wir den unten nämlich auch nur anwählen. Bei dem letzten. Dann gucken wir mal, was er macht. Er geht an die Arbeit. Sehr schön. Dann gehen wir unten hin, machen das Gebiet ein bisschen größer, bauen wir uns unten jetzt die nächste Mine auf. Das würde ich kurz mal ebnen. Das ist mir doch ein bisschen zu groß, der Hügel. Oh mein Gott. Kann ich das wieder rückgängig machen? Ja, sorry, Alter. Da war er weg. Er soll den Anstieg ruhig machen. Das ist mir jetzt gerade egal. So, dann bauen wir das jetzt kurz ab hier. Wir können auf jeden Fall dann aber hier ebnen und das ist schon mal sehr, sehr cool. So, B. Ich glaube, wir kriegen das jetzt hier hingesetzt. Es wird schon dunkel, Leute. Das ist ja unfassbar. So. Dann müssen wir das Ebnungswerkzeug nehmen, denn da, wo wir stehen, wollen wir auch aufbauen. So ungefähr die Höhe, ne? Sehr cool. Da geht's nicht. Und da geht's noch. Und da steht ja alles drauf. Aber das ist nicht schlimm. Wenn wir wenigstens nur hier die richtige Höhe haben. Da liegt es jetzt an der Mine, ne? Die kann ich, glaube ich, nicht verschieben, oder? Nee. Ja, aber das ist jetzt nicht schlimm. Dann lassen wir hier so einen kleinen Knick drin, ne? Das ist okay. So. Na? Das sieht doch gar nicht mal so unschlecht aus, oder? So, und dann machen wir hier noch einen hin. Einen Holzzaun. Na klar, wir könnten auch die Bretter nehmen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so, wie es sein soll. Auf und da stelle ich einen halben rein. Einfach weil wir es können. So, passt. Und dann gibt es für uns jetzt dann Mine Nummer 2. Jetzt muss ich jetzt gucken, ob ich den hier abbauen kann. Den kann ich verschieben, den schiebe ich hier hin. Weil den haben wir ja noch nicht angewählt. Dann bauen wir uns jetzt die nächsten Steinmine auf. Das geht gerade so, weil wir noch genug haben. Zack.
Nee, nicht wirklich. Wir brauchen nochmal Steine. Wir brauchen nochmal Steine. Holen wir uns jetzt schnell. Boah, dann haben wir unser Dorf jetzt eigentlich soweit wieder mal cool aufgerüstet. Wir müssen halt jetzt Steine holen. Ich mach's uns jetzt kurz hell. So. Wow. Exau. Ey, ich wahr sein, ey. Wir müssen da jetzt echt aufpassen, Leute. Es werden jetzt immer mehr Feinde. Uha. Wir brauchen nochmal Steine, ey. Gibt's ja gar nicht. Er ist auf jeden Fall hier dran. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh, der steht jetzt gleich wieder auf dann. Was hat er hier? Ja, er macht... Das scheint sich schon mal zu lohnen hier, oder? 26 haben wir drinne. Hier ist Rinde drinne. Der Kupferbahn läuft. Das läuft auch sehr gut. Da ist auch alles in Ordnung. Uns fehlt es halt absolut an Stein. Können wir... Warte mal, wir holen jetzt keinen Stein mehr. Wir gucken jetzt einfach nur noch. Wir lassen das jetzt mal ein bisschen laufen. Hier kurz mal zwischenhauen. Und gucken gleich nochmal, ob wir was aufwerten können. Und dann hat der nämlich genug zu tun. Hier unten. Ich glaube, das reicht jetzt, glaube ich, die Steine. Mit seinen Minen da unten. Dann kann der nämlich Gas geben. Bin trotzdem noch am Nachdenken oder am Überlegen, ob wir nicht uns wirklich nochmal einen zweiten Grammy hier unten kümmern. Suchen. Also leisten. Das machen wir jetzt noch. Wir holen uns noch einen. Und zwar so einen hier. So, hi. Schön, dass du da bist. Du wirst auch blau, weißt du das eigentlich? So, hier. Bist auch ein Helm auf. So. Das ist jetzt der, ja, Stoner. Der heißt Stoner. So. War das auch? War auch Erz abbauen, ne? Laden. Dann unten. Aber jetzt muss ich nachdenken. Hier. Den hier. Stein abbauen. Ja. Und bitte in die Steinkiste. Genau so. Und let's go. Übelst cool, wie sie an den Start gehen und wie sie loslegen. Guck sie an hier, die zwei. Jawohl. Sehr cool. Steini und der Stoner. Fällt mir gut. Wir gucken nochmal, was sie machen. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn hin? Da ist er. Jawohl, es geht los. Siehst du, da sind die nicht mehr alleine. Und der Kupfertyp, der kriegt das auf jeden Fall gut hin. Der ist aber noch da, ne? Da ist er, ja. Jo, das läuft. Jetzt haben wir eine schöne Kette. Dann gucken wir abschließend nochmal, ob wir uns irgendwie nochmal ein bisschen aufleveln können. Ob wir da Möglichkeiten haben. Das Schild könnten wir machen. Die Rüstung könnten wir machen. Die Rüstung ist mir dann sogar noch lieber. Schuhe dauert noch. Helm dauert auch noch. Und wir könnten einmal das Schild. Aber das Schild, sage ich euch ganz ehrlich, bis jetzt müssen wir es nicht machen. Ihr Lieben, dann sind wir hier durch. Dankeschön für diese wunderschöne Baufolge. Wir haben den nächsten Minen gesetzt. Es wird besser und es wird immer größer. Macht's gut, ihr Lieben.